Auf dieses Spiel hat Düsseldorf rund anderthalb Jahre gewartet. Am Freitagabend kehrt mit Lumpi Lamberts eine lebende Fortuna-Legende nach Düsseldorf zurück. Von 2002 bis 2015 kickte Düsseldorfs Nummer 17 für die Fortuna und wechselte dann nach Dresden in die dritte Liga. Nach dem Aufstieg in der letzten Saison kommt er nun erstmals nach Düsseldorf, um gegen seine alte Liebe und alte Kollegen wie Adam Botzek anzutreten. Ja, ich freue mich für ihn, weil ich glaube, der wird einen schönen Empfang haben, guten Empfang haben. Klar ist es, glaube ich, nicht so gelaufen, wie er sich vorgestellt hat damals. Ich glaube, wie keiner sich das hier vorgestellt hat. Ich glaube, alle sind davon ausgegangen, dass der Lumpi irgendwo hier seine Karriere beenden wird. Aber im Großen und Ganzen war der Schritt für ihn, glaube ich, positiv. Ich glaube, die haben letztes Jahr mehr Spaß am Fußball gehabt als wir hier. Jetzt sind sie in die zweite Liga hochgekommen, spielen eine gute Saison bis jetzt. Und schön ist einfach nur, dass er wieder hier hinkommt, dass der Empfang schön wird und dass wir die Punkte behalten. Kontakt zwischen den beiden besteht natürlich, auch wenn man zuletzt nicht über das Spiel am Freitagabend gesprochen hat. Düsseldorfs Botzek glaubt aber, dass auch Lumpi sich sehr auf das Spiel freut. Es ist ja klar, dass er sich, glaube ich, darauf freut, weil er weiß, dass er halt überragend empfangen wird. Ich glaube, er hat seinen Stempel gesetzt hier im Verein. Es wird ihm keiner mehr nehmen können. Von daher ist es ein Spiel für ihn, wo er nur Positives erwartet. Und es ist klar, dass er sich darauf freut, glaube ich. Am 12. Spieltag geht es aber nicht nur gegen Andreas Lamberts, denn der ist nur Teil einer starken Dresdner Mannschaft. Am letzten Spieltag lag Dynamo 0:2 gegen Tabellenführer Braunschweig zurück und drehte die Partie durch einen Hattrick von Stefan Kutschke zum Sieg. Düsseldorfs Verteidigung um den gesetzten Kevin Akpoguma erwartet ein heißer Tanz. Für mich auch nicht der normale Aufsteiger, wo du denkst, okay, die werden um den Abstieg kämpfen. Ich habe eine sehr gute Mannschaft. Vorne mit Kutschke, Stefania kenne ich aus der U21. Es sind schon qualitativ gute Spieler dabei. Und man hat es gesehen, dass die auch sich nie aufgeben. Es sind 2-0 hinten, Kutschke macht 3 Tore. Das ist schon Qualität. Und darauf müssen wir aufpassen, weil sie sehr konterstark sind. Und wie wir jetzt auch gegen Berlin gespielt haben, versuchen kompakt zu stehen und unsere Chancen nach vorne nutzen. Die spannendste Frage vor der Partie wird wohl die nach der Konstellation in der Innenverteidigung sein. Robin Bormuth und Alexander Madlung kämpfen wohl um einen Posten. Kevin Akpoguma scheint gesetzt. Wir müssen uns alle drei zeigen, weil ich erst mal sagen muss, dass Robin jetzt in diesem Drittel sich so entwickelt hat, dass er wirklich auch Stammspieler werden kann, sein kann. Und das ist gut, das ist wichtig für das Team, dass wir uns selbst hochpushen und so weiter. Wie gesagt, der Trainer muss das entscheiden. Klar, Malung hat die Erfahrung, er weiß, was in welchen Spielsituation was getan werden muss und so weiter. Das fehlt uns vielleicht beiden noch. Aber ich muss auch sagen, dass Robin defensiv sehr stark spielt. Bormuth oder Madlung, eine Entscheidung, die Trainer Friedhelm Funkel nicht leicht fallen wird. Alexander Madlung dürfte nach seiner Sperre und einem schlechten Spiel im Pokal jedoch die schlechteren Karten haben.